Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Willkommen zum zweiten Teil meiner Warum ich ein Pony gekauft habe Storytime. Ich habe dir im ersten Teil erzählt, wie das genau war mit meiner Schwester, dass ich mir meinen Kindheitswunsch erfüllen wollte und meiner Schwester somit ein Pony kaufen wollte. Wir haben uns ein Pony angeschaut und zwar war das ein 12- oder 14-jähriger Pony-Wallach, Schimmel-Pony-Wallach. Stell dir so einen richtig schönen Andalusier vor mit so einem fetten Hals und so einem schönen Körper und das in Mini-Format. Das war dieses Pony, was wir uns angeschaut haben, was meine Schwester auch Probe geritten ist, erst also am Platz. Geputzt hat vorher und dann sind wir noch eine Runde spazieren gegangen im Wald, weil ich für meine Schwester einfach ein kleines Pony haben wollte, damit wir mit der Eskader gemeinsam halt dann ausreiten gehen können und einfach eine schöne Zeit haben. Weil ich damals nur die Eskader hatte. Ich hatte damals kein anderes Pferd. Die Eskader war damals mein einziges Pferd. Okay. Wir sind vom Probereiten nach Hause gefahren und während der kompletten Fahrt habe ich mit meiner Schwester geredet. Okay, was machen wir jetzt? Mir gefällt das Pony, gefällt dir das Pony? Kannst du dir das vorstellen? Es war so ein Hin und Her, dass ich dann eigentlich meinen Freund angerufen habe. Und mein Freund hat dann gemeint, du Anita, wenn du findest, dass es wirklich passt, dann wird schon passen, kaufen wir das Pony. Und er hat auch gemeint, der Preis passt voll. Wir nehmen einen Pferdeanhänger, fahren einfach am nächsten oder übernächsten Tag. Ich weiß gar nicht, ob es der nächste Tag schon war. Sind wir einfach hingefahren? Haben das Pony verladen und das Pony ist super brav in den Hänger gegangen. Das war überhaupt kein Problem, weil der hat in so einer Art Offenstall gewohnt und immer wenn sie fressen wollten, mussten sie durch so einen dünnen Gang gehen und dort gab es immer das Heu. Und deswegen eine super gute Übung, deswegen war das überhaupt kein Problem. Der geht ohne weiteres in den Pferdetransporter. Wir sind dann mit dem Pony in den Stall gefahren. Ich weiß sogar noch, welches Halfter das Pony drauf hatte. Und zwar war das so ein dunkelblaues Halfter, was ich dir jetzt auch zeige. Und es war so, wie witzig, sitzt auch meine Schwester, wo sie noch ganz klein und ganz jung war. Und ja, das ist das Pony. Ich zeige dir jetzt mal ein paar Fotos. Ich habe das Pony dann auch bezahlt. Wir haben dann einen Sattel organisiert und ich weiß auch noch, wie ich mit meiner Schwester dann noch zur Feier des Tages sind wir dann noch in so ein Pferdegeschäft gefahren. Und dann habe ich dir gesagt, du, schau mal, hier gibt es so viele Halfter zur Auswahl. Such dir jetzt das erste Halfter aus für dein eigenes Pony. Und dann hat sie sich eben so ein hellblaues Halfter ausgesucht mit so einem Strick. Und das war so, das weiß ich noch, das war einfach so ihr erstes Halfter für ihr erstes eigenes Pony. Und das war halt wirklich, wirklich schön. Und weil ich mir gedacht habe, okay, genau das wollte ich eigentlich auch immer. Also das war so mein ganz großer Traum, weil ich immer in diesen ganzen Reitsportkatalogen immer alles ausgesucht habe. Und jetzt habe ich ihr das einfach erfüllt. Meine Mutter war ein bisschen überrascht, als ich ihr gesagt habe, du, ich habe jetzt wirklich ein Pony gekauft. Und sie so, was? Warum? Und ich so, ja, ich wollte einfach diesen Traum erfüllen und ich fand es einfach eine unfassbar schöne Zeit. Also ein Pony hat auch richtig gut geklappt. Also mit meiner Schwester und wir sind auch gemeinsam ausreiten gewesen. Ich war auf der Eskader, auf meiner Haflingerstute unterwegs und sie auf ihrem Pony. Beim Pony, der Name übrigens, das Pony hat früher Twister geheißen. Und meine Schwester so, ja. Twister, also, Und dann haben wir uns überlegt, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, oh mein Gott, auf gar keinen Fall Namen ändern vom Pony. Das ist so, das bringt Unglück oder das sollte man so die Pferdenamen nicht ändern. Ich meine, bei der Eskada haben wir auch den Pferdenamen geändert. Die hat früher Selene geheißen. Nicht Selina oder so, sondern Selene. Und ich so, okay, so ein Menschen, der Name ist eh schön, aber für einen Menschenname für ein Pferd ist so, was in mir hat es halt nicht so gut gefallen, mein Freund fand es auch nicht so prickelnd und dann haben wir uns für Eskada entschieden. Jedenfalls, das Pony hat Twister geheißen und wir so, ja, Twister ist auch ein lustiger Name, aber meine Schwester hat gemeint, sie hätte doch gern lieber einen anderen Namen und ich so, ja, passt, ich meine, es ist dein Pony, du kannst damit machen, was du möchtest. Also namensmäßig auf jeden Fall. Und dann haben wir uns nicht entscheiden können, ob wir das Pony Coco nennen oder D'Artagnan. Das waren unsere zwei Namen, wo wir uns dann echt nicht entscheiden haben können. Coco, weil halt eben komplett weiß ist. Und D'Artagnan, weil uns der Name einfach so gut gefallen hat. Und da gibt es ja auch so eine Serie, glaube ich, als Kind habe ich da total oft geschaut. Und wir haben uns dann, oder meine Schwester hat sich dann, für D'Artagnan entschieden. Das Ding ist, das Pferd hatte zwar einen schönen Namen, man konnte den fast nicht schreiben. Also ich meine, ich weiß, wie man den Namen schreibt, ich blende das jetzt ein. Also D'Artagnan. Aber wir haben das Pony ganz anders genannt. Und zwar das Pony hat bei uns einfach nur entweder Pony geheißen oder Ponchi. Kein unfassbar schöner Name, aber er heißt eigentlich bis heute Ponchi. Also wenn wir jetzt über das Ponchi reden, ist es der Ponch. Der Poncho oder Ponchi oder ja, so halt eben. Aber meine Tiere haben alle irgendwie ein bisschen komische Namen. Ich sage nur, mein Kater heißt Maui. Noch irgendwelche Fragen?
Jedenfalls haben wir den Namen dann eben gehabt und wir sind noch gemeinsam ausreiten gewesen, auch mit Freunden, das war alles gut. Bis, ich glaube so, bis das Probemonat dann vorbei war, ich weiß auch nicht, was da, wir hatten dann eben so einen Monat auf Probe und dann irgendwie hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt. Ich weiß nicht, was da los war. Das Pongy, also ich sage jetzt nicht D'Artagnan dazu, sondern ich sage einfach, das Pongy war früher ein Schulpony. Und wir haben dann mitbekommen, dass der anscheinend jetzt während der ganzen Zeit hat sich bei uns wirklich gut verhalten. Also der war wirklich brav und da gab es nichts. Und ich glaube, der hat uns einfach mal ausgetestet und hat einfach mal so geschaut, was los ist. Und irgendwie nach einem Monat hat er dann echt ein paar Sachen gebracht, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das kann jetzt echt nicht sein. Wie zum Beispiel, als meine Schwester ihn von der Weide geholt hat, um dann zu wieder reiten gehen, zum Putzplatz gebracht hat und sowas, hat er sich losgerissen. Und ich so, das kann nicht sein, dass wenn du das Pony führst, dass er sich umdreht und dann weggaloppiert. Das haben sie uns anscheinend nicht gesagt, die Vorbesitzer. Und genau das Gleiche hat er dann nach circa einem Monat dann auch beim Ausreiten gemacht, wo wir zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs waren und er dann einfach irgendwo mit meiner Schwester, drauf, mit meiner kleinen Schwester, umgedreht ist und den Berg runtergefetzt ist, einfach mal weggaloppiert ist. Und ich sitze auf der SK und habe mir gedacht, okay, was macht man in so einer Situation? Galoppierst du danach? Oder bleibst du stehen und bleibst in dieser Herde zusammen, damit er vielleicht irgendwie merkt, okay, komm wieder zurück zu deiner Herde, die kommen dir nicht nach. Wir haben uns dann entschieden, dann doch nachzugehen, weil er dann wirklich weggelaufen ist. Der war wirklich weg und ich so, okay, das kann nicht sein, meine Schwester war noch oben. Ich bin mit der Eskade dann hinten her und dann Gott sei Dank hat er sich irgendwann einmal eingebremst und ist dann langsamer geworden, meine Schwester ist dann abgestiegen. Meine Schwester hat halt echt viel mit ihm durchgemacht. Also es war, jetzt klingt am Anfang an alles richtig schön, es war am Anfang an auch mega schön, aber dann hat er anscheinend das so durchgetestet oder hat mal geschaut und hat gemerkt, okay, mit meiner Schwester, die ist halt noch jung und sowas und unerfahren, da mache ich jetzt, was ich möchte. Und das war halt echt nicht so cool. Und meine Schwester hat auch öfters geweint, weil das einfach dann nicht gepasst hat, weil sie einfach auch enttäuscht war, weil sie das von der Eskade zum Beispiel überhaupt nicht kennt. Die Eskade ist halt ein super braves Pferd, sie ist halt nur super verfressen, aber beim Pony war es halt dann am Anfang an so super brav und dann plötzlich doch nicht und da war halt so richtig sein Schlitzohr. Aber rückblickend, meine Schwester ist auch tausendmal runtergeflogen. Sie haben aber auch viel erreicht zusammen. Also sie haben zum Beispiel auch ein Reitabzeichen gemacht, das große Hufeisen, so heißt es bei uns in Österreich, hat meine Schwester dann mit ihm gemacht und ich war halt voll stolz, weil ich meine, das Pony ist halt wirklich ein Bilderbuch-Pony gewesen, so hübsch und dann haben wir ihn auch ganz schön bandagiert und alles in hellblau und es war wirklich alles total herzig. Nur beim großen Hufeisen hat er sich auch nicht gerade von seiner schönsten Seite gezeigt. Er war zwar der Schönste in der Halle, aber ja, meine Schwester wollte in die eine Richtung, er wollte in die andere Richtung und dann zack, ist meine Schwester am Boden gelegen und ich habe sie dann gleich wieder raufgehoben und gleich ist sie weiter. Und das Gute ist, dass durch das Pony meine Schwester richtig reiten gelernt hat und auch überhaupt keine Angst hat, auf anderen fremden Pferden zu reiten. Sie reitet super gern, gut, die Eskada und die Rubeneske ist eh klar, aber sie reitet auch zum Beispiel das Pferd von meinem Freund, die Jessie, das ist eine Quarterstute, die halt super spritzig ist und die ist halt, wenn du halt galoppierst, die fetzt einmal ordentlich weg. Also die ist so richtig, die hat High Speed, ich meine, ist eh klar, ein Quarter ist halt einfach super schnell und das macht ihr halt super viel Spaß und sie kommt mit allen möglichen Pferderassen und Pferdetypen halt richtig gut klar und hat auch keine Angst und ist da, und das finde ich halt so gut, weil sie das einfach alles mit dem Pony gelernt hat und dafür bin ich ihr dem Pony halt super dankbar, dass das so gut geklappt hat eigentlich. Natürlich gab es einfach super schöne Zeiten, aber, und das muss ich dir auch sagen, es gibt nicht immer nur schöne Zeiten. Also glaub mir, nicht nur bei mir ist immer alles super schön und heiter und haha, sondern es gibt auch Zeiten, wo wir uns echt gedacht haben, okay, was ist jetzt los? Es gab zum Beispiel einen super schönen Moment, wo ich mir dann zu meinem Geburtstag meinen Traum erfüllt habe, die Eskada und das Pongy in den Pferdetransporter gepackt habe und dann nach Linz gefahren bin zu meinen Eltern und ich die Pferde einfach mal für einen Nachmittag zu uns in den Garten gestellt habe, bevor ich dann in Linz einen anderen Stall gesucht habe, wo ich dann die Pferde für eine Woche dort gehabt habe und dann einfach jeden Tag bei meinen Eltern geschlafen habe und dann jeden Tag mit denen halt eben mit einem Pony und mit der Eskada ausreiten war. Meine Eltern sind mit den Fahrrädern mitgekommen und wir sind zu einem super schönen See auch geritten. Das war eine super schöne Zeit. Also das Pony bei uns im Garten war eigentlich mein Highlight, weil das war eigentlich, es war auch immer mein großer Traum, weil bei meinen Eltern, da ist ein Haus und haben sie einen Garten rundherum. Das wäre das Schönste gewesen im Garten, ein Pony zu haben, also wie unfassbar cool wäre denn das? Aber ein Pony bei sich zu Hause, das kann sich nicht jeder leisten, weil das Pony braucht ganz viel Platz, auf jeden Fall ein Hektar pro Pferd wird da gerechnet, dann brauchst du noch Platz für einen Mistplatz,
Anbindeplatz zum Putzen und. Also bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, wäre das im Garten definitiv nicht gegangen. Somit waren die ja nur einen Nachmittag für ein paar Stunden bei uns. Sicher fragen sich jetzt auch einige, okay, was ist jetzt eigentlich mit dem Pony? Warum habe ich das Pony eigentlich noch nie gesehen in den Videos? Ja, weil das Pony mittlerweile nicht mehr bei uns ist. Das Pony ist einfach dann nur noch rumgestanden, weil meine Schwester dann auf der Eskada geritten ist, auf der Jessie geritten ist und einfach zu groß dann auch schon war für das Pony und auf dem Pony halt mehr oder weniger rausgewachsen ist. Und somit ist das halt echt lang bei uns rumgestanden. Ich habe dann versucht, irgendwie eine Reitbeteiligung zu finden, wo es gepasst hätte oder so, aber es hat einfach nie gepasst. Und somit habe ich das dann in richtig gute Hände abgegeben, wo ich auch jetzt noch Fotos zugeschickt bekommen habe, wo ich sehe, dass sie gemeinsam mit dem Ausreiten gehen und das ist einfach super nett und bin echt froh, dass es einen guten Platz bekommen hat. Ja, deswegen, das Pony ist jetzt nicht mehr bei uns, aber es war jetzt jahrelang bei uns und das ist schon ein komisches Gefühl, ein Pferd wegzugeben. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das überhaupt mal machen kann. Also von meinen Pferden, glaube ich, könnte ich nie ein Pferd verkaufen. Also Escada, Rubinesca, Rubien, Rubiel, das ist so, das sind meine Babys, das geht nicht. Beim Pony war es so, ich habe es für meine Schwester, es war halt nie so mein Pferd, weil es war eigentlich das Pony meiner Schwester. Und ja, es ist halt einfach nur noch rumgestanden und deswegen glaube ich, es wäre halt nicht fair gewesen dem Pony gegenüber, wenn das einfach nur rumsteht und das war's und alle anderen Pferde werden unterhalten und bewegt und so und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden und ich glaube, es war definitiv auch die richtige Entscheidung, dass dem Pferd jetzt richtig gut geht. Also ich meine, Bose ist ihm auch gut gegangen, aber dass er zumindest jetzt auch ausgeglichener ist und dass er halt einfach unterhalten wird und dass er auch gefordert wird und so und dass er jetzt so, ja, der müsste ja auch schon älter sein. Ich kann dir nur echt nicht sagen, wie alt er jetzt genau ist. Ich bin froh, wenn ich mit meinen eigenen Pferden weiß, wie alt sie sind. Diese Frage stellst du mir auch ganz, ganz oft. Am besten schaust du am besten in die Infobox, in die Videobeschreibung unter jedem Video. Einfach da draufklicken. Da ist am Anfang ein wenig Text und klickst du drauf, dann ist ganz viel Text. Und dann steht auch alles ganz genau dabei. So die häufig gefragtesten Videos, die Frequently Asked Questions. Wenn du noch Fragen hast, ich verlinke dir hier jetzt noch ein Video, wo ich auch ganz, ganz viele Fragen beantwortet habe. Und darunter gehe ich ausreiten und erzähle dir auch noch ein paar Dinge, Fragen, die du mir da gestellt hast, die ich dann während des Ausreitens beantwortet habe. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, kostet abonnieren nicht vergessen und bis bald. Tschüss!